Zünftige Musi, Rabatte, Geschenke und vieles mehr zeichneten das diesjährige Herbstfest im EC Kapfenberg aus. Auch Centerleiterin Marion Schegula, derzeit in Karenz, zeigte ihrem wenige Wochen alten Sprössling Raphael ganz kurz ihre Arbeitsstätte, bevor es wieder ab nach Hause ging. Die Sonntagsmusi eröffnete das zweitägige Fest, zu dem es wieder zahlreiche Besucher zog. Aber warum ist das Jahreszeitenfest bei den ECE-Kunden so beliebt? Heuer findet bereits zum 5. Mal unser ECE-Herbstfest statt. Wir haben einen großen Bauern- und Handwerksmarkt. Mit dabei sind unter anderem Korbflechter Sepp Meierhofer, Fassbinderei Eilets und die Kräuterfrau Frau Travesinger. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm hatte man auch diesmal im Paket und so verabschiedete die 3C-Klasse der Volksschule Dr. Jonas den Sommer und begrüßte musikalisch den Herbst. Die Farbenpracht der Blätter wurde nicht nur musikalisch aufgegriffen, sie spielt im Herbst eine tragende Rolle. Aber finden sich die kräftigen Herbstfarben auch in der Mode wieder? Ja, man kann sicher sagen, dass einfach die Farben, so wie diese Brauntöne, Rottöne, Grüntöne, sieht man einfach auch in der Herbstkollektion immer wieder auch das Lila und die Bärentöne. Jetzt abgesehen von den Farben, wo geht der Trend bei der Herbstmode im heurigen Jahr hin? Ja, gerade bei den Damen, sage ich einmal, sind einfach die Strickkleider und die Leggings, also die engen Hosen, Jeggings, Draggings, wie man sie auch immer nennt, sind einfach der Trend schlechthin. Und man kombiniert das halt einfach auch mit Stiefeln, Legwarmers, ganz der Trend in der heurigen Herbstsaison. Der Handwerksmarkt bot eine Vielzahl von liebevoll und traditionell erzeugten Waren. Auch Herzhaftes in Form von Schmankerln aus der Region kamen bei den Besuchern gut an. Nicht zu vergessen, auch für die Tierliebhaber hat man im ECE seit kurzem eine Anlaufstelle in Form der Firma Fressnapf. Denn auch bei den Tieren gibt es bezüglich Herbst und Winter eine Umstellung. Es wäre zum Beispiel wichtig, dass man sagt, wenn man Haserl im Freigehege draußen hat, dass man den Käfig wirklich mit Paracel oder mit Schutzhüllen abdeckt. Das Trinkwasserflaschel zum Beispiel mit einer Schutzhülle, dass das nicht eingefriert. Doppelte Portion Heu, Stroh hineingibt. Beim Hund wäre es zum Beispiel wichtig, dass man sich schon eine Pfotenschutzcreme nach Hause tut, jetzt wo ihm gestreut wird, der Splitter auf der Straße ist. Die Pfoterle werden dadurch geschützt, dass man sagt, es sind weniger Verletzungen. Allgemein Katze, Hund und Hase, dass man sagt, eine gute Fellbürste verwendet, weil es doch die Haarungs-, die Zeit ist, dass man sagt, es ist der Fellwechsel da. Das Fell würde sauberer, gepflegter sein und alles. Egal ob Handwerkskunst, Kulinarik oder Musik. Der ECE-Herbsttrieb ist bunt und war ein Erlebnis für die ganze Familie.